So, da sind wir wieder zurück bei Far Cry. Schon meine Lautstärke einstellen. So, wir sind mit Valerie unterwegs in diesem riesigen Komplex hier, in diese Forschungsanstalt Research. Hier steht's, wo Herr Dr. Krüger seine Mutanten erzeugt. Und wir haben eine Mini-Nuke dabei, eine winzige Atombombe. Und hier um die Ecke lauern schon ein paar Freunde auf uns. Das war der erste. Ups. Wow. Wie zum... Wahnsinnig stabil. Moment. Ich mein schönes MGchen in die Hand, was wir letztes Mal gefunden haben. Holy shit. Was, wir haben jemand hinter uns? Warum sagt ihr, dass wir jemanden hinter uns haben? So. Hier liegt gleich ein bisschen Käfer rum, praktischerweise. Dann säuber ich mal den Bereich hier, dass die Frau hinterherkommt. Hier ist noch eine Tür. Geht aber nicht auf. Hey, guck mal, gleich mein Blut, so wie es aussieht. Ja. Jack hält schon einiges aus, muss ich sagen. Tür. Was passiert, wenn ich... Okay. Sehr realistisch. Das habe ich schon mal ausprobiert. So. Gefährlicher Dampf. Hier links haben wir ein Tor. Ich will mal wissen, was da gleich durchkommt. Ich glaube, da kommt jetzt ein Angriff. Ich glaube, da kommen auch welche von hinten. Hier hinten hat es nämlich auch noch Türen. Ich glaube, die spawnen jetzt gleich hier hinten, soweit ich mich erinnern kann. Kommt ein harter Angriff auf uns zu. Die Frau kommt. Ganz allmählich. So. Kriege ich die Tür auf? Nein, muss natürlich Valerie machen. 100 Pro. Und das dauert jetzt bestimmt wieder 10 Minuten. Oh! Glaube ich, habe gerade. Ah, Follow me, Rauchgranaten. Jack. We need to find the serum. What is this Kann ich place? mich einnebeln? I never had access rights to that facility. From what I've been able to determine from the uplink, this is where Krieger's third stage experiments were conducted. From what I've heard, Krieger was in such a hurry that he started taking all sorts of live specimens and infusing them with the Trigen serum. They were also supposed to be creating Trigens from zygotes. Aha, okay. Also hier war Doyle niemals drin. Ja, das hat Krieger seine Viecher vollends erzeugt, sozusagen. Das sieht man schon, hat hier dieses Trigen-Gen in die Leute injiziert. Hazardous properties of chemical substances. Chiralchromatographie. Kann man kaum lesen. Wo ist die Frau hingerannt? Doyle, we're inside the lab. Okay. Antidote time. Look for a red case with a biohazard symbol. What? I don't like shots. I'm sure you'll make a lovely mutant. Inject the serum into your neck. I've had worse. Let's move. Val, arm the bomb now. Jack, you must protect her with your life. She won't be able to defend herself. Follow me, Jack. Okay, das war jetzt das Antivirus, was wir uns injiziert haben. Go, go, go! Weil durch die Atombombenexplosion hier wird wahrscheinlich das ganze Zeug freigesetzt und die kriegen das dann. Wir kriegen das dann wahrscheinlich auch ab. We've got visitors. Lots of them. So, da kommen jetzt ziemlich viele Gegner. Ich weiß auch nicht, woher alle. Woher überall. Ich glaube, nur durch die Türen da. Die Gegner spawnen direkt da drin. What? Ich habe auch ein Geschenk für dich, du Arschgesicht. Ich kurz hier um die Ecke und lad nach. Wie lange brauchst du, um die Bombe scharf zu machen? How's it going? Danke für die Antwort. Kommen da auch welche? Ja, da kommen auch noch welche.
hier am Riot Field. Au. Brauche ich Flashbangs. Meine Handgranaten sind leer. Was schmeißt Handgranaten an mir, der Wichser? Nein! Oh, das sind unzerstörbar, die Gegner. Oh, 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 oh. What the fuck? Fertig? Ich höre schon wieder welche kommen. So, die sind alle schön geblendet jetzt. Mindestens eine Sekunde. Kommt ein anderer Sack. Fick dich selbst. So. Das geht ja recht gut vonstatten. Ja, hoffentlich bist du blind, du Arschgesicht. Zerstörbar. Reicht ja schon aus. Oh, oh, oh. Jetzt habe ich keine Granaten mehr. Erstmal den ganzen Kevlar einsammeln, der hier praktischerweise rumliegt. Und Munition haben sie auch ziemlich viel fallen lassen. Schmeiß mal eine Rauchgranate hier hin. Vielleicht bringt's ja was. Oh fuck. Ich glaube, sie können durch den Rauch durchgucken. Das können wir ja. Schießen ja immer durch die Zelte durch. Macht die auch irgendwas oder steht ihr nur dumm rum? Jetzt führ doch mal den Zünder hier ein in das Ding. Lassen wir das Ding jetzt hier stehen. Ich hab gedacht, wir fahren das jetzt da rein oder irgendwie. Und okay, so wie es aussieht, müssen wir wieder rauslaufen. Können wir nach links laufen? Mein Pfeil zeigt nach links auf der Karte. Aber hier komme ich nicht raus. Oh, doch, hier geht's raus. Oder? Ja, ich gehe ja schon. Ganz ruhig, Valerie. Ich glaube, hier geht's doch nicht raus. Nein! Oh, scheiße. Oh, hier geht's jetzt rein. Gespeichert, okay. Ich will gespeichert, ist immer gut. Heißt, es geht weiter. Was liegt hier noch? Munition, nehme ich mit. Merse. Merde. Nicht Merci, Merde. Da war nochmal einer. Toll, aber hier geht's auch nicht weiter. Wusste ich doch, dass da noch einer hinter mir ist. Moment mal. Hier ist doch eine Tür, man, bin ich blind oder was? Schon gedacht, das kann doch nicht sein. Nein! Echt? Schon wieder? Sagt sie immer. Dabei stehen die alle vor mir. Das ist irgendwie nicht so ganz verstanden. So, jetzt in den Aufzug und dann hauen wir schnell mal hier ab, bevor die Bombe hochgeht. Ich würde gerne drücken. Merde. Merci. Entschuldigung. Falsche Wortwahl. Ich muss ja durcheinander mit dem Französisch. Kann ich nichts dafür. Irgendwas passiert gleich. Muss ich hier lang? Was gibt's hier noch? Moment. Gibt's hier noch irgendwas? Schnell gucken. Nein. Oh. Mal mein Scharfschützengewehr nachladen. Wow, ich habe 30 Schuss für das Teil. Nicht schlecht. Wow. Okidoki. Und wir sind ohnmächtig. Into the future! Nature has failed mankind! Mere humans like you are about to be obsolete! I've only taken a few thousand years of evolution and put it into a test tube! Survival of the fittest! Good luck! Good luck!
Bitch. Oh, danke für die Waffe. Thanks. Dankeschön. So, dann mache ich mal ganz kurz einen Cut. Wir sehen uns in einer Sekunde wieder. Wo bin ich? Ganz genau. Willst du mich verarschen? 10 Schuss? Dein Ernst? Also, das Überleben des Stärksten gilt jetzt der Herr Dr. Krieger. Krieger, der hat hier die ganze Insel mit seinen Mutanten überschwemmt und sagt, das ist Evolution, das ist 10.000 Jahre Forschung und ich jump einfach mal hier runter und hoffe, dass ich überlebe. Üben bitte. Wir sind umzingelt von Mutanten. Könnte sein, dass ich gleich abgeschlachtet werde. I have got to get out of here. Ja, das hast du gut gesagt, Jack. Mich verarschen. Unter Wasser sehen die mich, glaube ich, nicht. Kann ich raustauchen. Aber ich höre die recht gut, die Wichser. Stehen hier links und rechts neben mir. So, wortwörtlich links und rechts direkt neben mir. Komm schon, ich will tauchen. Einfach Augen zu und durch. Ja, da hat uns der Dr. Krieger aufgesammelt. Und hat uns auf gutem Englisch irgendwas erzählt. Von wegen Überleben des Stärksten und Evolution 1000 Jahre und bla bla. Hallo. Du siehst mich nicht. Ich stehe zwar direkt vor dir, aber du siehst mich trotzdem nicht. Immer dem Flusse entlang. Also ich kann nur sagen, wenn ihr das Spiel selbst spielt, macht so wie ich, weil ihr kommt da nicht durch. Niemals. Und da links wird schon wieder gekämpft. Sehen wir die Menschen kämpfen gegen die. Oh, at last. Tritons. I couldn't get to the radio, Jack. Are you okay? Well, I'm lost on a jungle island infested with mutants, but other than that, I'm doing great. How are you? Yeah, I get the idea, wise-ass. But at least you're alive. Jack, you have to get out of that area right now. The best way out is straight through the fortified walls. The good news is that it's not far from where you're standing. Yep. Aber wir haben ein kleines Problem, wir haben keine Munition. Ein bisschen haben wir. Praktischerweise haben sie uns hier so eine nette Minigun hinterlassen. Vielen Dank. Vielen Dank für die Blumen. Wirklich auch ein paar Blumen. Na komm. Und wir haben unbegrenzt Munition, so wie ich gerade gesehen habe. Muss ich nur aufpassen, weil ich glaube, die kommen jetzt auch von hinten, weil die es gehört haben. Doch. Da rechts kommt einer. Hallo? Nochmal wer bitte? Da ist noch einer. Nach dem Gehör. Ja, zeig dich doch mal. Schön ablenken mit dem Stein. Oh ja, komm. Ah, hallo. Schön. Oha. What? Woher hat er jetzt geschossen? Würde ich gerne wissen. Kriegst du einen Stein zum Essen? Ich hab's immer noch im Hals, ein bisschen. Oh, oh. Kontakt. Was? Das war ein großer. Ich bin umzingelt, ein bisschen. Hallo! Hallo? Ich habe Angst. Oh, jetzt steht die so blöd, dass ich die nicht erschießen kann. Arschlöcher. Und von hinten schießt auch einer auf mich. Komm.
Das war nur so ein kleiner Triton. So ein Affe. Ein Primatenmutant. Keine von den großen. G36 nehme ich mit. Merci. Oder eben Merde. Wie man will. Granaten habe ich auch dafür. Praktisch. Es scheint, dass die Tritons aus der Forschungsbereich sind los all over the island. Du willst sehr careful von hier an in. Ja. Doyle hat mich gewarnt, dass die Tritons jetzt über die ganze Insel verteilt sind. Oh, Scheiße. Du willst mich wohl verarschen, oder? Eine Möglichkeit, was ich machen kann. Und zwar rennen. Solange ich rennen kann, zumindest. Holy shit. Der Wichser schießt mit Raketen nach mir. Du triffst mich nicht. Hinten habe ich auch noch so einen großen gesehen. Oh oh. Huh. Oh oh. Hast du dich gefreut? Hast du dich gefreut? Ich bin tot. Bin ich nicht? Und tot. Das war ja super. Leck mich am Arsch. Warum sind die nicht früher gekommen? Zum Glück haben die keinen Raketenwerfer, die großen hier. Da hat die Ausrüstung irgendwie nicht mehr so richtig gereicht, wie es aussieht. Ja, komm, hüpf durch die Gegend. Hüpf schön durch die Gegend. Da gammelt einer rum. Ich würde gerne hinzoomen. Geht aber nicht. Ist er tot? Ich glaube nicht. Da steht er noch, da schießt er noch Raketen durch die Gegend. Schön lustig. Ja, da kommt wieder der nette Herr von nebenan. Scheiße. Kann ihn nicht treffen. Oh fuck! Nicht nachgeladen. Mann, der gechillt. Läuft rum wie so ein Terminator. Und du? Wo hoppst du hin? Ich bin doch hier drin. Diese total lustigen Primaten. Gib mir G36, danke. Der Typ, der steht immer noch da. Irgendwo da. Streuen wir einfach mal ein bisschen in die Landschaft rein. Vielleicht, ah, da. Da haben wir getroffen. Ah, da kommt. Oder? Oh ja, der kommt. Ich sehe ihn kaum. Da ist er. Gucken, wie viel der Spaten aushält. Dieser Panzer lebt immer noch und immer noch. Ist er tot? Nee, da rennt immer noch einer um. Vielleicht sind es ja mehrere. Ich hoffe es nicht. Doch, es waren gerade zwei, gell? Vorhin, die mich kaputt gemacht haben. So, gucken wir mal kurz hinten, ob sich wieder einer angeschlichen hat. Sieht nicht so aus. Gucken wir mal, ob wir da noch Bewegung sehen. Hm. Ich sehe jetzt nichts. Dann gehen wir vielleicht mal einfach rüber. Dann sammeln wir ein bisschen Munition ein unterwegs. Die können wir gut gebrauchen. Looks like the Tritons from the research area are loose all over the island. You'll want to be very careful from here on in. Yep. Werde ich sein. Vielleicht. Es sei denn, es steht gleich wieder so ein riesen Vieh vor mir. Will mich totrampeln. Ich weiß nicht, was dieser Dr. Krieger damit erreichen will. Krankheiten heilen oder so ein Scheiß. Also wenn er meint, dass das hier Evolution ist und dass
Oh fuck, da steht einer. Und dass das besser ist als Menschen, so verkrüppelte komische Tiere hier. Na, dann weiß ich auch nicht, was der genau erreichen will. So, zerfletzte, verkrüppelte Viecher. Will doch keiner. Und so wie es aussieht, gibt es auch nur männliche Exemplare, also. Also wie sich das, die sich dann weiter vermehren wollen, weiter fortpflanzen wollen. Da hinten ist ein Vulkan ausgebrochen. Praktisch. An dieser Stelle mache ich doch gleich mal einen Cut, bevor wir hier in die Waffenkammer marschieren und uns neu ausrüsten. Wir sehen uns dann gleich wieder mit Far Cry.